Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 5.10.2023. Und unser DAX hat hier ein kleines Kalb geworfen. Kleiner Bulle, der im Heu geschlüpft ist. Müssen wir genau hingucken jetzt, wie sich das jetzt die nächsten Stunden, Tage hier entwickelt. Und es ist natürlich eine sehr, sehr, sehr schöne Stelle. Wenn man betrachtet, wann war Seminar hier? Ja, hier oben standen wir, da haben die Seminarteilnehmer ja meinen Chart komplett überarbeitet. Also wir haben einmal alles komplett rausgelöscht oder ganz anders. Ich habe denen einfach ein neues Template gegeben, was komplett nackig war. Da war komplett gar nichts drin. Das heißt, alles, was ihr hier seht, haben die selber reingezogen. Einige von den Linien sind auch abweichend zu dem, was ich vorher drin hatte. Sie haben die Pfeile selber neu gesetzt. Das Einzige, was ich dann noch nachkopiert habe, ist die alte Historie, dass ihr ein bisschen den bekannten Blick mit drin habt. Aber den Pfeil, den haben wirklich die Seminarteilnehmer dann für sich hergeleitet, dass der Markt mit Unterbieten von der 15.400 hier eben das Risiko hätte, auf die 14.960 zu fallen, dort dann von unten sich aufzudrehen und dann wieder hochzuarbeiten in Erholung rein. Und genau das hat er angespielt. Ne? Wir haben auch einen Bremendienst heute früh nochmal rumgeschickt, dass man genau hingucken sollte bei 69. 14,69 im Bereich 15.000, 14,69, wenn sich dort eine grüne Stundenkerze ausbildet, dass er gut und gerne bis 15,150 hoch kann. Ja, das hat er genauso gemacht. Ne? Ja, und eine grüne Stundenkerze reingehauen, 15,150, ich glaube, das letzte Update hat man geschrieben, 13.38 Uhr, da habe ich schon gesagt, naja, da wird wohl hier 15,150, 15,130 nun irgendwo dazwischen rauslaufen zum Handelsende. Nun ist 15,144 geworden, also erst rein, der DAX wirklich sehr, sehr gut mitgespielt. Und jetzt müsst ihr mehr draus machen. Wie ich so wahrgenommen habe, sind sehr, sehr viele unten an dem Punkt gar nicht so, irgendwie nicht so die Lust gehabt, reinzusteigen. Also man hat wirklich von vielen eher mehr so den Eindruck, dass sie momentan gerade zugucken. Dass sie vielleicht durchaus long wollten, aber noch nicht gedrückt haben oder sich nicht getraut haben oder wie auch immer. Und das ist natürlich jetzt interessant für den Markt, weil das ist eine schöne Substanz für einen Donnerstag. Weil die Leute wieder schubsen kann, ja. Kann die Leute ärgern. Ich nehme mal hier oben jetzt erstmal die Gap-Linie raus. Das Gap ist ja schon geschlossen, das ist jetzt unwichtig. Auch das Gap ist geschlossen, das ist jetzt auch unwichtig. Nicht, dass wir hier ein bisschen durcheinander kommen mit den Linien. Hochzu würde ich sagen, hat der DAX jetzt auf jeden Fall Potenzial, wieder an die 200 ranzuarbeiten zum Donnerstag. Und hier muss man tatsächlich sagen, jede Stunde, die über 15,150 rausschiebt, bekommt quasi weiteren Zuwachs nach oben. Weil, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass dann haben sich viele nicht getraut, da unten reinzugehen. Obwohl es ein schönes, also das Szenario wurde einwandfrei bedient, ja. Und trotzdem hat man auch zum Tagesschluss noch gemerkt, dass viele so, ja, zu skeptisch sind eigentlich für das, was sie sehen halt, ne. Trotz schöner grüner Tageskerze. Viele sagen, naja, wer weiß, kippt vielleicht um. Und dieser, ich sag mal, eher Zweifel oder, ne, ein Impuls wird in der Angst geboren, wächst im Zweifel, also dem Optimismus und so weiter, hat, glaube ich, der André Titi mal gesagt, könnte ich mir gut vorstellen, dass der wirklich zum Donnerstag vielleicht auch noch ein bisschen was rausschieben kann und würde dem oberhalb von 15,150 schon noch ein bisschen Luft geben. Die 200 rein, dann haben wir wieder 260, 280 und dann so 330. Ich glaube, das wird dann schon der erste Punkt, wo viele dann realisieren, ah, der kommt ja doch ganz gut hoch. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir dann dort viele haben, die dann long aufspringen, weil sie sagen, okay, dann gehe ich jetzt halt mit, auch wenn ich den Start verpennt habe, gehe ich jetzt halt mit. Und was macht der Markt dann? Er kommt dann erstmal wieder runter. Und das kann uns für einen Donnerstag ein schönes Ping-Pong mitbringen, wo ich fast von ausgehen würde, dass das eben ein bisschen höher stattfindet. Weil er dann von 3,30 letztendlich wieder auf den Tagesschluss einmal zurückprallen könnte, auf die 1,50 zurück. Das wäre eigentlich so ein bisschen mein favorisiertes Szenario, ne? Dass er einfach noch ein bisschen nach oben drückt, die Leute long reinholt, die noch überzeugt, die jetzt eben nicht überzeugt waren, am Mittwoch, dass er die jetzt noch so überzeugt, dass die dann alle aufspringen aufs Pferd oder Angst kriegen, dass sie irgendwas verpassen, ne? Hinterher rennen, hinterher springen und dass er sich dann umdreht und die erstmal wieder alle rauspeitscht. Dabei kann er runter zu locker auf 150 wieder zurücksetzen und dann auch nochmal ein bisschen aufdrehen für den Donnerstag und dann wird es komplizierter werden für den Freitag. Definitiv, das gucken wir uns dann nochmal detailliert an, wenn wir gesehen haben, was er zum Donnerstag geworfen hat und wo er dann auch geschlossen hat. Und ansonsten würde ich sagen, unterhalb von 15,150 würde ich ihm schon Platz geben, nochmal bis zum Tief durchzulaufen. Das muss man schon fast so sagen. Also eine Umkehr ist auch auf dem Zeithorizont betrachtet
nicht unbedingt zwangsweise mal an einem Tag schon gebaut. Ne? Unser DAX mag ja solche Doppelböden. Und wir hatten das auch in Update schon so geschrieben. Ich würde dem noch so Platz geben bis 15, 20, 15, 30 vielleicht sogar, ne, um sie so ein bisschen guten Willen zu zeigen, irgendwie auf dem Kerzenkörper wieder zurück und sich hochzudrehen, das fände ich ja auch noch positiv. Und ich glaube, wenn der drunter geht, wenn der auch unter 15, 20, 15.000 fällt, dann wird er nicht drum rumkommen, dann nochmal am Tief rumzuschrauben. Wird er vielleicht ein leichtes Stückchen drunter stechen und dann könnte ich mir auch wirklich gut vorstellen, dass er es eben nochmal probiert hochzuziehen. Dann vielleicht nicht ganz so hoch. Also wenn er wirklich das ausspielt, eher schwach kommt quasi zum Donnerstag, bis sie runterspielt, könnte ich mir vorstellen, dass er dann wieder hochzieht. Im oberen Bereich aber nicht ganz so weit kommt. Vielleicht eher mehr so in der 15.100 dann hängen bleibt und dann versucht zum Freitag den Rest zu machen. Wird er auch trotzdem noch gut in die Analyse reinpassen. Und was ich nicht sehen möchte, ist, dass er unter 14.69 abverkauft wird. Ja, also jetzt direkt trotz grüner Tageskerze einfach umkippt, direkt am, halt jetzt bringe ich die Tagesschau an, am Donnerstag jetzt umkippt, nach unten durchdreht, rausschiebt, hier unten auch dicken Stundenschuss drunter setzt und dann nach unten weitertreibt, weil dann ist der Übertreibung natürlich alle Tore geöffnet, in dem Moment, wo er ein perfektes Umkehrs, das ist ein perfektes Umkehrsignal. Der, also der hat die Marke perfekt getroffen, der hat hier eine grüne Tageskerze an genau der richtigen Stelle, genau zum richtigen Timing gesetzt. Also, das ist schon wirklich ein gutes Signal. Wenn der das natürlich jetzt auskontert und nicht annimmt, der Markt, dann ist er nicht gesund halt, ne? Dann geht es ihm nicht gut und dann kann er sich hier halt wirklich richtig verschlucken und hier auch wirklich bis zum Trend dann abgeben. Und der liegt dann jetzt am Donnerstag über einen Freitag, vielleicht können wir ja Freitag anpeilen, im Bereich um 14.600. Ja, das wäre dann durchaus auch noch drin als Anschlussziel. Und dazu vielleicht auch nochmal zu den Pfeilen. Da gab es jetzt auch wieder Fragen, das hat man die letzten Tage schon mal erklärt. Ich würde aber die Analyse jetzt hier so abschließen. Also, wer das mit den Pfeilen versteht und weiß, warum, wieso, weshalb die so sind, der kann sich dann jetzt hier quasi abmachen und morgen wieder reingucken. Ne? Oben mal oben die Ziele. Hatte ich gesagt, 280, 330 ist mir wichtig, 280, 260 ist mir wichtig, 200 ist mir wichtig, 200 bis 220. Ich denke, das wird das Einfachste, dass er in die 200, 220 reingeht. Und dann muss er halt gucken, wie gut kriegt er die Leute überzeugt, da hinterher zu springen. Ja. Und unten, wie gesagt, 15,30, 15,20, 15,40, da so in dem Bereich ein bisschen hingucken. Na, sollte ein bisschen tiefer reinkommen, könnte ich mir gut vorstellen, dass er dort auftritt und dann direkt zur 200 durchschiebt. Und alles unter 15.000, dann wird es ein Doppelbodenversuch und das wird mir aber ein bisschen zu heiß. Da möchte ich auch wirklich dann wieder eine grüne Stundenkerze vom Doppelboden wegsehen, um da drauf zu spekulieren oder irgendwie noch reinzupacken, weil das mir zu heiß wäre, dass er unten abhaut. Ja, zu den Pfeilen ansonsten kann ich auch mal hier ein Bild reinhängen. Können wir nochmal kurz, gab es jetzt wieder Fragen oder Missverständnisse? Die Leute verstehen das dann immer ganz gerne mal falsch, was wir da malen und warum und wieso. Halt, boah, was macht er denn jetzt hier? Nippy Box, was ist denn das? Snipping Tool will ich haben. Snipping Tool, das zeichne ich bloß nochmal ganz gerne rein. Martin, ich weiß gar nicht, wie die Frage war heute, die kam auf YouTube. So sinngemäß, Martin, warum zeichnest du denn die Pfeile nach oben? Das ist doch voll irritierend. Also, wenn wir einen Pfeil zeigen, der so ist, so, 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 ne, das ist ja jetzt das konkrete Beispiel, dann gehen wir davon aus, dass der Markt in dem Moment, wo er diesen Bereich hier unterschreitet, wenn er den unterschreitet, vorher ist der Fall total zu ignorieren, wenn er den aber unterschreitet, gehe ich davon aus, dass er dann eben typischerweise bis zu dem Punkt runterfällt und von dort wieder ansteigt. Das ist meine Erwartungshaltung. Das heißt, ab dem Punkt wird so ein Pfeil aktiviert. Wenn wir jetzt so einen Pfeil hier oben haben, guck mal hier, der hier, bei 16,75 heißt das auf keinen Fall, dass ich jetzt im Moment davon ausgehe, dass der DAX jetzt hier bis 17.200 steigen muss. Das ist so nicht gemeint. Also auch hier in dem Falle wäre, wenn der Markt hier ist, auf keinen Fall gesagt, dass der jetzt noch runter muss. Aber wenn er einen solchen Barriere dann also einen Trigger quasi auslöst, dann geht er in ein Muster rein und diese Muster laufen in der Regel halt immer wieder ähnlich ab, sodass wir immer wieder an einem bestimmten Punkt eine Reaktion sehen, wie zum Beispiel das. Und das ist auch
Das haben, wie gesagt, das haben die Seminarteilnehmer selber gezeichnet. Nicht ich. Vergesst das nicht. Ja? Also ich habe den, wir haben quasi Samstag, Sonntagvormittag das Wissen transportiert. Ne? Ich habe gesagt, hier, so mache ich, das liegt hinter meinen Analysen, so kommen die Linien zustande, so kommen die Pfeile zustande, so könnt ihr selber für euch den DAX prognostizieren. Und dann haben sie sich selber rangesetzt und haben gemeinsam Sonntagnachmittag dann diesen Chart erstellt, diese Analyse gemacht. Das ist nicht so, wie ich es vorher drin hatte. Ja? Und vielleicht an der Stelle auch, wer das Interesse hat, das Seminar ist jetzt auch als Aufzeichnung nachträglich noch zu buchen. Könnt ihr auch auf unsere Seite gucken. Ich weiß gar nicht, ob man es jetzt sieht. Ich glaube, wenn ich drauf gucke, sehe ich es nicht. Ach halt, guckt mal. So sieht es aus, wenn ich drauf bin. So sieht man natürlich nicht viel. Pass auf. Und dann habt ihr hier unten, für diejenigen, die es nicht haben, ich habe es halt jetzt bei mir zugewiesen, habt dann hier ein Feld, wo ihr das buchen könnt, halt, ne? Wenn ihr auf der normalen Seite seid. So, jetzt aber zurück zum DAX. Und zwar, wo waren wir stehen geblieben? Die Pfeile, da waren wir stehen geblieben. Die Pfeile, ja, sind in dem Sinne erst wichtig, wenn dieses Trigger-Event erfolgt, dann ist dies hier zu erwarten. Ja? Heißt, im konkreten Falle würde der Markt da oben über diese 16.000 drüber springen, hier, diese 16.000, hier einmal drüber laufen, wird er das aktivieren und dann würde ich davon ausgehen, dass er auch bis dahin läuft, dort reagiert, sich wieder abstößt und zurückkommt. Ja? Ist keine Garantie, dass das auch tatsächlich so kommt, aber man sieht es eben sehr oft, dass der Markt das einfach abläuft. Dass der Markt immer wieder eine ähnliche Bewegung hat, wie eben jetzt die Seminarteilnehmer das hier richtig abgeleitet haben. Dass sie unten bei 14,69 durchaus eine gute Reaktion erfolgen kann, mit der man einfach ein paar Punkte verdienen kann. So, und das hat geklappt. Ja? Und so sind die Pfeile zu verstehen. Mache ich einen Pfeil, der so geht, heißt das für mich, sobald der Markt hier rüber geht, aktiviert er sich diesen Trigger, ne, um das hier zu gehen. Und dann rechne ich damit, dass mindestens mal der Bereich erreicht wird. Wenn der Pfeil aber nicht nach unten abdreht, heißt das, ich würde an dem Bereich hier auch nicht zwangsweise dann anfangen, irgendwie, wenn wir hier auf dem Niveau sind, würde ich dann nicht anfangen, zwangsweise auf Short zu wechseln, sondern könnte mir auch vorstellen, dass der dann halt auch noch weitergeht. Denn deswegen ist da kein Haken hier nach unten dann drin. Ja? Das ist dann einfach so ein Durchlaufziel, so ein, ich sag mal, Mindestziel eher. Ja? So sieht so ein Pfeil aus. Und dann gibt es ja auch manchmal noch diese Pfeile, die sind eher mehr so orientiert. Warte mal. Ich mache uns bloß mal kurz ein bisschen Platz. Hey, geht weg da, ihr Punkte. Los, weg da. Die wollen nicht. Dann bleiben sie. Bauen wir mit ein. Und dann gibt es noch diese Pfeile, die sehen einfach so aus. Ja. Da ist der Markt beispielsweise hier jetzt einfach aktuell gerade darunter. Wir laufen hier. Und in dem Fall heißt es für mich nicht, dass ich davon ausgehe, dass der Markt dahin steigen muss. Ne? Manchmal haben wir auch eine Situation im Chart, die sieht dann so aus. Da haben wir oben Pfeil und unten so. Ja? Und der Markt ist dazwischen. Die meisten denken immer, der Martin ist bekloppt. Alter, jetzt dreht er völlig durch. Oben, unten, da kann ich mir gar nichts von kaufen. Was soll denn der Scheiß jetzt? Aber das ist ja gar nicht damit gemeint. Ich meine damit eben nicht, dass ich davon ausgehe. Sorry, ich kriege den Radierer einfach nicht auf. Ihr seht, ich klicke immer wieder auf Radierer, aber. Er nimmt mir einfach den Radierer nicht aus. Das ist eben nicht damit gemeint, dass ich dann möchte, dass der Markt steigt und fällt gleichzeitig oder wie auch immer, sondern es ist mir letztendlich egal, ob er steigt oder fällt. Ich weiß anhand meiner Muster, dass in dem Punkt hier oder in dem Punkt der Markt auf das, was kommt, reagieren wird. Das heißt, wenn der hochläuft, wird er wahrscheinlich dann bis in den Punkt reinstoßen und von hier nach unten reagieren. Das heißt, das ist mein Punkt, wo ich einen Trade absetzen kann in die Bewegung nach unten. Ja? Dabei ist mir aber völlig egal, ob der jetzt oben ist oder ob der unten ist. Ja? Würde der stattdessen nämlich unten langlaufen und beispielsweise hier einfach runterfallen, was mir total egal ist, ne? Würde ich davon ausgehen, dass er in dem Bereich hier dann wieder auftritt. Ja? Und so entstehen halt einfach Chartbilder, in denen ich sage mal, hier der Markt ist und ich male euch so eine Pfeile rein. Ja, verstehen oft viele nicht, schütteln mit dem Kopf, denken, wir sind hier völlig bekloppt. Ist aber eigentlich ganz einfach. Wir sagen zu dem Zeitpunkt, wir haben keine Meinung, ob der steigt oder fällt. Aber wenn er steigt, dann knickt er bestimmt hier ein oder wenn er fällt, dann zuckt er von hier wieder nach oben. Und dann lässt sich dort das Geld verdienen. Nicht hier, nicht da, wo er gerade ist. Weil wir eben nicht wissen, ob da hoch oder da runter. Ja, weil wir sagen vielleicht, das ist 50-50, kann beides machen.
Aber wir wissen, wenn er den Punkt hier oben erreicht oder den hier unten, ist eine Reaktion zu erwarten. Das sage ich nochmal ein bisschen ausführlicher zu den Linien, weil, wie gesagt, wurde jetzt öfters mal nachgefragt. Für mich ist das eigentlich selbst erklärend, aber offenbar ist es nicht selbst erklärend. Deswegen dazu einfach der Hinweis nochmal. Und wie gesagt, wenn ihr sowas lernen wollt, warum, wieso, weshalb dahinter, dafür haben wir ein Seminar. Da könnt ihr 2 Tage lang euch zutrichtern lassen davon. Und wir geben alles raus, alles, was ich dazu einbeziehe halt, ne? Jeden einzelnen Punkt, den ich in meine Analyse mit einbeziehe, vermittle ich da drin und eben auch, wie man es tradet halt, ne? Wie man sich auch richtig. Ich glaube, wir hatten dieses Seminar auch mal durchgezählt. Es waren knapp irgendwie 15, 16 Setups, die ich mitgebe, die ich selber so halt auch für mich handle. Ja? Und das denken immer viele falsch, ne? Die denken immer, na, der Martin, der kann den DAX gut lesen. Der ist hier jeden Tag, der zieht hier tausende Punkte rein. So trade ich aber nicht. Ich habe meine Setups, ja, und wenn die Setups kommen, dann werden die Setups gehandelt und aber auch nur die. Ich würde jetzt gar nicht hier in so einem Moment, oder ich sag mal, wenn der Markt jetzt hier oben ist, in so einem Bereich, wo in keinem meiner Szenarien, in keinem meiner Pfeile ist, würde ich auch gar nicht in dem drin rumhandeln. Dann lasse ich den einfach machen, bis er mir wieder in die Fahne reinläuft, bis er mir wieder genau eines meiner Szenarien bedient, wenn er wieder genau in die Hand reinläuft und dann wird er getradet. Dann werden die Punkte rausgeholt mit eben den Setups, die wir da haben. Kann man sich im Seminar mal angucken oder man probiert es einfach so ein bisschen für sich selber zu finden. Finde ich persönlich schwieriger. Aber ich habe es letztendlich auch selber gemacht. Ja, bin ja auch selber auf den Trichter gekommen, habe das dann bloß später, erst wirklich im späteren Verlauf, dann durch weitere Seminare angereichert für mich selber. Aber das ist es. Ne? Also, wie gesagt, weil gefragt wurde, auf den anderen Kollegen würde ich nicht mehr eingehen. Das ist mir dann doch auch zu doof. Derjenige hatte auch keine Lust, dass ich mit mir uns unterhalten habe. Dieses Kommentar dann ist auch ausgeblendet. Sowas ärgert mich dann auch, wenn auf die Weise dann argumentiert wird. Das habe ich vor einem, ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben. Ich glaube, vor einem Jahr habe ich angefangen, die Leute auf den YouTube-Kommentaren dann einfach auszublenden. Ich sehe das dann nicht mehr, was die schreiben. Und dann brauche ich mich auch nicht mehr drüber ärgern, was die sagen. Und dann ist es einfach fein. Dann habe ich einen viel entspannteren Tag, weil ich mache das, um euch zu helfen. Ja. Ich setze mich hier jeden Abend hin, um Leuten wie euch, die das wissen wollen, das beizubringen halt, ne? Um zu vermitteln, um zu helfen, zu sagen, hey, wo rechne ich damit, dass der Markt was machen kann? Hier rechne ich damit, dass er nach oben reagieren kann. Aber ich rechne eben auch damit, wenn er hier drunter geht, dass er dann richtig fallen kann. Und ich weiß einfach, dass die meisten dann richtig auf die Fresse kriegen von euch, weil sie in solchen Situationen immer falsch reagieren. Und natürlich setze ich mich dann dahin und nehme mir dann auch die Zeit und erkläre wirklich ausgiebig, was das Risiko ist, wenn der Markt eben nicht hier sich stabilisiert und nicht aufdreht, was dann mit dem Markt passieren kann, weil das dann der Punkt ist, wo die meisten wirklich krass überdurchschnittlich dann verlieren werden. Und das lasse ich mir auch nicht ausreden. Also, das kann man dann toll finden oder nicht. Oder wenn das jemanden stört, dass ich ihm nicht sage, was er hören will in der Analyse, weil er eher long-orientiert ist und er will nicht hören, dass der Markt unten raus schneller werden kann, dann ist das sein Problem, aber nicht meins. Aber ich muss mich hinsetzen und versuchen, die Leute darauf vorzubereiten, auf das, was kommt. Ja, und ich denke, das machen wir ganz gut. Und die meisten kriegen hier ihr Zeug weg, ja, verbessern sich zumindest irgendwo in eine Richtung. Ja, und wenn es nur in die Richtung ist, dass man weniger verliert, dann habe ich auch schon viel gekonnt mit dem, was ich hier mache. Ja, gut. Jetzt ist es ein relativ langes Video geworden, ob es vielleicht auch mal ganz gut darüber geredet zu haben. Gab jetzt auch halt die letzten Tage wieder, der Ton ist aggressiver geworden. Hat man gemerkt, dass hier einigen die Luft ausgeht und deswegen bleibe ich auch dabei. Wenn der das nicht annimmt hier, das musst du nicht bedienen und der haut unten ab. Das gibt richtig Blutbad noch. Also das wird schnell und das macht Aua. Das merkt man an den Leuten. Die leiden noch nicht genug. Die leiden noch nicht genug, aber sie werden langsam. Der Ton wird rauer. Ja, hat man auch im Chat teilweise schon ein bisschen gemerkt. Aber in dem Moment, wo er dann wieder rauskommt, dann ist sofort Entspannung bei den Leuten. Das zeigt mir ein bisschen, dass unten raus schon Schmerzpunkt noch zu triggern gibt. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Vielleicht ist er brav, dreht ein Schmerzpunkt später mal um. Na, auch möglich. Aber jetzt lass man erstmal hier arbeiten, soll er erstmal was mit der Kerze machen, die er am Mittwoch gebaut hat. Sorry fürs lange Video. Wie gesagt, das sind, glaube ich, auch mal ganz wichtige Gedanken gehört und gesehen zu haben. Freunde, ich mache hier aus. Ich wünsche euch was. Und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.